Ich hoffe, also, niemand Tomaten mit. So, und ich soll an und für sich in die Kamera schauen oder zu einem von euch. Das ist aber nicht sehr lang. Okay. Erstens. Hallo, wir sind ein Teil des 5. Jahrgangs der Modeschule Wien-Hetzendorf. Im Rahmen des Ethik... Entschuldigung, Max, du hast auch gelacht. Du hast gegrinst. Können wir das nicht zusammenschneiden oder muss das hintereinander sein? Wir haben Politiker und Politikerinnen aus jeder vertretenen Partei im Parlament eingeladen. Okay. Sag mal einen Satz noch einmal. Im Rahmen des Ethikunterrichts haben wir dieses Jahr ein Projekt erarbeitet, in dem wir Politiker und Politikerinnen Fragen gestellt haben, um die Antworten zu bekommen, die vor allem uns politikinteressierte Jugendliche interessieren. Wir haben Politiker und Politikerinnen aus jedem Parlament vertretenen Partei eingeladen. Jeder hatte dieselben Fragen und sie hatten jeweils eine Antwortzeit von 20 Sekunden. Hier sehen Sie das Ergebnis. Was war Ihr erster Ferialjob und wie sind Sie zu diesem gekommen? Einen Ferialjob hatte ich nie. Mein erster Ferialjob war in Niederösterreich bei der Stadtgemeinde Dernitz beim Stadtgartenamt. Ich habe dort den Rasen beim Kreisverkehr gemäht und ich bin dazugekommen, weil das jeder in Dernitz so gemacht hat. Beim Obi in der Fliesenabteilung habe mich selbst beworben. Also meinen ersten Ferialjob habe ich in einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht und das war über einen Bekannten und der hat mir da die Möglichkeit gegeben, mal reinzuschnuppern, weil ich auch jetzt JUS studiere und das war recht spannend und eine lehrreiche Erfahrung. Mein erster Ferialjob war ein Sekretariatsjob in der Enstal Siedlungsgenossenschaft, das ist eine Wohnbaugenossenschaft und da habe ich den ganzen Sommer, 3 Wochen, Pläne kopiert. Und Bänder, wo Texte diktiert worden sind, eben mit der Schreibmaschine dann geht. Mein erster Ferialjob war bei Do & Co. Und, also im Servicebereich. Und ich bin dazu gekommen, eigentlich durch Unijobs.at. Die haben Aushilfekräfte gesucht und so bin ich dazu gekommen, im Service zu arbeiten. Was ist für Sie die größte Schwierigkeit beim öffentlichen Sprechen? Die größte Schwierigkeit ist vielleicht die Nervosität, ja. Beim öffentlichen Sprechen die Menschen, die zuhören. Nicht so schnell zu sprechen. Ich spreche tendenziell sehr schnell und muss langsam lernen, dass ich da langsamer werde. Die größte Schwierigkeit beim öffentlichen Sprechen, glaube ich, ist doch eine gewisse Nervosität, die aber normal ist und auch gut ist, weil wenn man nicht mehr nervös ist, dann macht man was falsch und dann glaubt man, man ist zu gut und zu wichtig und ich glaube, deswegen ist es wichtig, auch hier realistisch zu bleiben und sich immer gut selbst einzuschätzen. Beim öffentlichen Sprechen, das kommt immer darauf an, wie viele Menschen im Raum sind, am schwierigsten ist, wenn es eine kleine Gruppe ist und dass man sich kurz hält. Beim öffentlichen Sprechen, dass ich eigentlich immer nervös bin. Also ich kriege dann immer vorher ganz feuchte Hände und denke mir, oje, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist ein ziemliches Problem. Was für mich die größte Schwierigkeit ist beim öffentlichen Sprechen, wirklich jeden im Raum anzuschauen, weil es ist gar nicht so einfach, wenn man glaubt, dass sich auch wirklich jeder angesprochen fühlt. Wann waren Sie das letzte Mal knapp bei Kasse und wer hat Ihnen dann ausgeholfen? Knapp bei Kasse war das letzte Mal, wo ich mich von meiner ersten Frau oder sie sich von mir scheiden hat lassen und ich mein Haus verloren habe und gerade frisch eine Firma gegründet habe. Da war ich sehr knapp bei Kasse. Und ausgeholfen hat mir damals niemand. Knapp bei Kasse war ich das letzte Mal, als ich Student war und ausgeholfen haben meine Eltern. Wird sicher das ganze Studium durchgehend gewesen sein. Und grundsätzlich meine Eltern, beziehungsweise ich habe mir halt einfach selbst was dazu verdient, auch während dem Studium immer. Also knapp bei Kasse war ich das letzte Mal im Sommer, nachdem ich einen Urlaub gemacht habe und ein bisschen zu viel ausgegeben habe und ausgeholfen habe ich mir eigentlich selbst, indem ich dann doch wieder auch gearbeitet habe und was verdient habe. Ui, knapp bei Kasse. Nach meiner Schulzeit, also wie ich zum Studieren begonnen habe und ausgeholfen hat mir immer mein Vater. Also ich denke, als Student ist man sehr oft knapp bei Kasse
Und da hat man zum Glück immer die Eltern, die einen tatkräftig unterstützen. Glauben Sie, dass Sie heute in derselben Position wären, wenn Sie eine Frau wären? Vielleicht noch etwas weiter. Vermutlich ja, aber es wäre schwieriger. Schwierig. Ich glaube, dass wir sowohl bei NEOS als auch bei den jungen Liberalen sehr viel Wert darauf legen, dass wir Frauen fördern. Aber ich merke immer wieder, dass es da auch leider Gottes eine gläserne Decke gibt, die man, glaube ich, ganz intensiv bekämpfen muss. Also ich glaube, dass das kaum einen Unterschied machen würde, weil in der FPÖ sind wir eigentlich so, dass wir da nicht Mann oder Frau bevorzugen oder benachteiligen. Wir wollen da keine Quotennummer auseinander dividiert wird, sondern Leistung und das, was man tut und macht, wird honoriert und ich glaube, dass das keinen Unterschied machen würde. Und ja, ich wäre in der gleichen Position. Ja, ich denke schon, da es eben überhaupt keinen Unterschied macht, von welchem Geschlecht man ist, weil wenn man sich für etwas begeistert und motivieren kann, kann man zu allem in der Lage sein, egal ob Mann oder Frau. Glauben Sie, dass Sie heute in derselben Position wären, wenn Sie ein Mann wären? Nein. Warum? zur Erklärung, ich war jetzt Nationalratsabgeordnete und da wurde gezielt nach einer jungen Frau gesucht. Wäre ich ein Mann, wäre ich es nicht gewesen. Was stört Sie in Ihrer eigenen Partei? Auch nicht mehr als in anderen Parteien. In der eigenen Partei? Naja, dass es sie schon 20 Jahre jetzt gibt im Parlament oder mehr und es noch nie gelungen ist tatsächlich, dass man wirklich, sagen wir, in einer Regierung sagen können, was wir können. Also wir wollen die Welt retten, aber das dauert noch ein bisschen. Zu lang. So viel stört mich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das, was uns wahrscheinlich am meisten noch fehlt, ist die Erfahrung. Es wäre teilweise sehr angenehm, wenn wir mehr Erfahrung schon hätten und so in den politischen Prozess schneller einsteigen könnten. Aber das müssen wir sicher noch lernen. Also ich glaube, das Ziel einer Partei muss es immer sein, in eine Regierung zu kommen und Positionen umsetzen zu können. Deswegen finde ich es schade, dass wir im Moment noch nicht in Regierungsverantwortung sind. Aber ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch ändern wird. In meiner eigenen Partei gibt es immer wieder Dinge, die mich stören. Aber das Schöne ist ja, dass bei uns diskutiert wird und man auch sagen kann, was einen stört. Und nachdem ich der Meinung bin, man sagt das immer in den Gremien und nicht in den Medien, in der Öffentlichkeit, sage ich das auch dort. Was mich an der eigenen Partei stört, ist eigentlich das, was mich auch ein bisschen an allen Parteien stört, dass die Leute in den politischen Parteien ein bisschen betriebsblind geworden sind und auch Scheuklappen aufhaben. Aber ich hoffe, dass wir Junge ein bisschen da auch was ändern können und ein bisschen frischen Wind reinbringen können. Denken Sie, dass Ihre Partei mehr oder weniger Stimmen hätte, wenn alle in Österreich lebenden Menschen ab dem 16. Lebensjahr wählen dürften? Ich glaube, wir hätten gleich viel Stimmen. Ich glaube, mehr Stimmen. Ich glaube, dass wir mehr Stimmen hätten. Also es hat diese Aktion, dass auch Menschen, die eben keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, wählen dürfen, da haben wir ganz gut abgeschnitten damals bei den Wahlen. Also in Österreich gibt es ja das Prinzip ein allgemeines Wahlrecht ab dem 17. Lebensjahr für Staatsbürger. Und ich glaube, dass das Staatsbürgerschaftsrecht verbunden mit dem Wahlrecht ein sehr hohes Gut ist und dass man deswegen nicht daran rütteln sollte, ob ich dann mehr oder weniger Stimmen hätte, das weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sagen, glaube ich nicht. Das Problem ist, dass wir die Jugend nicht so gut angesprochen haben. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der mich ein bisschen stört oder der mich sehr stark stört. Und wenn wir das anders machen würden, wäre es vielleicht so. Auch schwer zu sagen, weil die natürlich keine Wahlentscheidungen treffen können, die Leute nicht wahlberechtigt sind. Ich glaube, dass die Grünen da sehr gut abschneiden würden. Also es hat zum Beispiel vor der Wahl eine Umfrage gegeben unter Leuten, die schon in Österreich leben, aber nicht wählen dürfen. Und da haben die Grünen, glaube ich, fast 50% gehabt oder so. Ich denke nicht, dass das ausschlaggebend ist, ob eine Partei dadurch mehr oder weniger Stimmen bekommen würde. Ich finde es gut, wenn Leute, die jung sind und die wählen können, aber auch wissen, was sie wählen und warum sie es wählen. Und deswegen finde ich es auch enorm wichtig, dass man eben politische Bildung so früh wie nur möglich anfängt, in Schulen zu unterrichten. Welche Ereignisse würden Sie dazu bringen, aus Österreich auszuwandern? Schwer zu sagen, also ich glaube gar nichts, ja. Boah, könnte mir jetzt keine vorstellen, ich möchte hierbleiben. Wenn die FPÖ mehr als 50% der Stimmen hätte, glaube ich, müsste man darüber nachdenken. Wobei umgekehrt ist dann erst recht ein Grund, irgendwie sich weiter politisch zu engagieren, um das wieder rückgängig zu machen. Also ich hoffe, dass es niemals zu so einem Ereignis kommen wird oder
kommen könnte. Ich könnte mir auch jetzt nichts vorstellen. Sicher kann es zu Kriegszuständen kommen, wo man gezwungen ist, das Land zu verlassen, aber das ist nicht absehbar und das hoffe ich auch nicht und ich glaube auch nicht, dass Sie das hoffen. Wenn es wieder so eine Zeit gäbe, also wie damals unter der NS-Diktatur, ist aber die Frage, ob ich dann auswandere oder ob ich nicht dagegen ankämpfe. Kann ich also nicht so genau sagen. Welches Ereignis? Also aus Österreich auswandern, dadurch, dass Österreich so ein schönes und freies Land ist zum Glück. Ich würde mal sagen, ja, wenn Krieg herrschen würde in Österreich, beziehungsweise wenn ich persönlich aus Österreich vertrieben werde, wo mir dann leider keine Chance mehr bleibt, wo ich zu entscheiden kann, ob ich gehen möchte, sondern muss ich dann leider gehen. Wie rechtfertigen Sie Ihr Wahlkampfbudget gegenüber einer obdachlosen Person, die bei minus 10 Grad unter einer Brücke schlafen muss? Das ist nicht zu rechtfertigen. Das ist in der Situation wahrscheinlich nicht rechtfertigbar. Ich glaube, politische Partizipation bzw. die Möglichkeit, überhaupt bei Wahlen anzutreten, braucht halt einfach Geld. Und wir wurden als einzige Partei oder als im Gegensatz zu den Parlamentsparteien nicht aus staatlichen Fördermitteln gefördert und haben so eigentlich keine andere Chance gehabt. Anders hätten wir nicht antreten können ohne dieses Wahlkampfbudget. Also ich glaube, dass wir in Österreich ein ganz gutes System der Parteienfinanzierung haben und dass es wichtig ist, dass das Geld für die Parteien vom Staat zugeschossen wird, weil sonst hätten wir amerikanische Verhältnisse, wo Milliardäre sich ihre eigenen Parteien kaufen. Wir haben das beim Herrn Stronach gesehen, da kommt nichts Gutes dabei raus. Dass es sicher auch wichtig ist, dass die Parteien sparsam sind und das Geld nicht herausschmeißen. Und man sehr schwierig natürlich, das, ob man das so erklären kann. Ja, damit die Menschen informiert sind oder werden, damit sie wissen, worum es geht bei einer Partei, muss man natürlich Wahlkampf machen. Ist die Frage, wie viel Geld man dafür ausgibt. Wir haben versucht, dieses Mal weniger. Ist uns natürlich auch nicht so gut gelungen. Ich persönlich kann das gar nicht, das Wahlkampfbudget irgendjemandem klar zu machen. Ich bin selbst eigentlich ein Feind von diesen großen Geldherausschleudern kurz vor der Wahl. Ich finde, man sollte die Leute sollen sich schon übers Jahr hinweg eine eigene Meinung über eine Partei bilden und dann nicht eben auf Druck noch Leute versuchen zu überreden mit großen Werbegeschenken. Für welche Österreicherin oder welchen Österreicher schämen Sie sich? Da würde es einige geben, aber ich bin nicht der Mensch, der andere vorführt, also da wird es auf jeden Fall einige geben, ja. Schämen. Ich muss ehrlich sagen, ich schäme mich zum Beispiel für Monika Lindner, die mit dieser Art und Weise Politik macht, wie sie es tut. Adolf Hitler, der ist schon verstorben, aber war ursprünglich ein Österreicher. Insofern, das ist, glaube ich, jemand, für den man sich unbedingt schämen muss. Ich möchte da jetzt keine konkrete Person nennen, weil ich niemanden persönlich beleidigen oder angreifen möchte. Es ist allerdings sicher nicht so, dass ich mich für einen Politiker oder ähnliches schäme, weil ich glaube, in der Demokratie ist es wichtig, dass es verschiedene Standpunkte gibt und dass man unter denen auch seriös und ernsthaft diskutieren kann. Fremdschämen vielleicht manchmal für den einen oder anderen Politiker, für Aussagen, die er oder sie tätigen, aber jetzt eine bestimmte Person kann ich nicht nennen. Ja, also ich glaube, das wäre Richard Lugner. Weil das eine Person ist, die eigentlich einen sehr, sehr starken Lebenslauf hat und sehr viel erreicht hat, aber sich dann doch in den letzten Jahren ein bisschen selbst ins eigene Bein geschossen hat und sich dadurch ein bisschen auch in Österreich lächerlich gemacht hat. Und da kann man sich auch teilweise vor allem am Opernball als Österreicher ein bisschen fremdschämen. Die Flüchtlingslager sind voll. Nehmen Sie Flüchtlinge in Ihrer eigenen Wohnung auf? Wenn ja, wie viele? Wenn nein, warum nicht? Also ich glaube, dass das eine hoheitliche Aufgabe ist, so wie vieles andere auch, so wie also auch der sicherheitstechnische Bereich, das macht der Staat, das muss der Staat machen. Ich glaube, dass da nicht der Private sich einmischen sollte, weil ja auch Betreuungspflichten damit verbunden sind, die der Einzelne wahrscheinlich gar nicht erbringen kann. Flüchtlinge in meine Wohnung aufnehmen. Grundsätzlich finde ich eigentlich nicht, dass in einem Staat, dass die Aufgabe jetzt von an Einzelnen ist, solche Systemfehler zu beheben. Also da muss die Republik Österreich schauen, dass es wirklich menschenwürdige Aufenthaltsmöglichkeiten gibt für Asylwerberinnen und Asylwerber. Wenn es wirklich total notwendig wäre, würde es tun. Und wie viele weiß ich nicht, das kommt darauf an, meine Wohnung ist nicht so groß. Schwierige Frage. Ich glaube, es ist schwierig, das im Vorhinein zu beantworten. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Menschen hilft. Also ich habe sehr viel ehrenamtlich gearbeitet, auch mit Flüchtlingen. Ich glaube, ja, wenn dass ich es machen würde, aber ich traue mich jetzt nicht, irgendwie was
zu sagen und das stimmt dann möglicherweise nachher nicht. Ja. Also ich wohne mit meiner Familie zusammen, ich habe 3 kleine Geschwister, wir sind ja schon eigentlich recht voll. Wenn es zu einer absoluten Notsituation kommt, ist es immer wichtig, dass man auch Nächstenliebe und Menschlichkeit zeigt, aber so konkret kann und möchte ich die Frage jetzt nicht beantworten. Flüchtlingslager sind voll. Eine schwierige Frage. Kommt drauf an, warum eigentlich nicht, ja? Eine Familie. Dadurch, dass ich keine eigene Wohnung habe, sondern auch bei meinen Eltern mitwohnen kann, kann ich das nicht bestimmen, wie viele, aber ich würde mich einsetzen, dass welche, sodass wir alle noch normal leben könnten. Aber ich würde mich besonders dafür einsetzen, dass in freistehenden Räumen wie Lagerhallen, Schulen, Turnsäle dort Flüchtlinge untergebracht werden können, weil ich es eben für sehr wichtig empfinde, dass wir vor allem aus Österreich Leute aufnehmen können. Wie stehen Sie zu Neonicotinoiden? Ich finde überhaupt, also es gibt da noch mehrere Dinge, die verboten gehören. Also die gehören auf jeden Fall verboten, weil sie nicht notwendig sind, diese Beizmittel für Saatgut. Man weiß, mit Fruchtfolge ist das nicht notwendig, gibt es diese Probleme nicht. Genauso wie zum Beispiel das Roundup, das auch verboten gehört. Also da gehört einiges gemacht in der Richtung. Schlecht für die Bienen. Schlecht für die Bienen, schlecht für die Umwelt, schlecht für uns. Also bin ich da ziemlich dagegen. Kenne ich mir wahrscheinlich zu wenig aus, um eine qualifizierte Antwort zu geben. Aber natürlich eine spannende Geschichte damals, als das hochgekommen ist und das berühmte Sumsi-Gate. Aber würde mich nicht. Ja, ich traue mich einfach nicht, kenne mich zu wenig aus, um eine sinnvolle Antwort zu geben. Was sind Neonicotinoide? Ne, gute Frage. Lehne ich ab. Neonicotin. Was ist das? Das ist eigentlich ein sehr, sehr breit gefächertes Gebiet. Ich würde sagen, es hat für Landwirte hat's Vorteile, aber auch natürlich Nachteile, vor allem eben das große Bienensterben, was dadurch verursacht worden ist. Ich persönlich bin ein Freund von der Eigenanzucht, von Biosachen, weil da steckt ein bisschen auch Herzblut drin, wenn man seine Paradiese selbst gepflanzt hat. Würden Sie aus Umweltgründen auf Fleisch verzichten und stattdessen Insekten essen? Also Fleisch verzichte ich seit 24 Jahren und ich habe noch kein einziges Insekt verspeisen müssen. Als Ausgleich sozusagen. Ja, ich kenne diese Theorie mit den Maden, gell, dass das einmal das wichtigste Nahrungsmittel sein wird. Der Umwelt zu lieben. Ja, ich versuche generell wenig Fleisch zu essen, also möglichst wenig und wenn dann halt mir das auch biologisch zu kaufen. Aber Insekten, ich habe das schon einmal probiert in Thailand, das ist nicht sehr toll. Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss beim Fleischkonsum sicher aufpassen und das auch bedenken, dass das Auswirkungen auf die Umwelt hat, aber ich bin eher der Meinung, dass man auch jeder grundsätzlich das essen sollte, was ihm auch Spaß macht und was ihm schmeckt. Nein. Also Umweltgründen aus Fleisch verzichten und Insekten essen, man muss es mal probieren. Prinzipiell esse ich Fleisch sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob, warum nicht? Naja, aus Umweltgründen würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe schon mal Insekten gegessen, schmecken sehr interessant und gut. Ich würde jetzt mal sagen, ja, ich würde aus Umweltgründen auf Fleisch verzichten. Was war der letzte Artikel aus dem Augustin, den Sie spannend fanden? Ich habe den Augustin noch nie gelesen. Der letzte Artikel aus dem Augustin. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Artikel über die Obdachlosen im Stadtpark. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Absolut keine Ahnung. Weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann ich das letzte Mal den Augustin gelesen habe. Im Wahlkampf liest man sehr wenig, leider Gottes. Kommt wenig dazu überhaupt. Ja, kann mich nicht erinnern. Ich habe den Augustin das letzte Mal im September durchgeblättert, als ich ihn im Wahlkampf geschenkt bekommen habe von einem Sympathisanten, der ihn verkauft hat. Und da ging es um die Gruft. Das war, glaube ich, recht interessant.
ich nehme den Augustin nie, ich gebe immer nur Geld, aber lasse die Zeitung beim denjenigen, der es verkauft, weil ich mir denke, dann kann er es noch einmal verkaufen. Die Frage ist lustig, weil ich habe erst gestern eine Augustin-Zeitung gekauft. Und zwar ging es um eine Person, die eben über Weihnachten geschrieben hat, die Weihnachten eben nicht mit seiner Familie verbringen kann, aber halt trotzdem in den verschiedensten Heimen dann eben zusammen als Familie feiern. Den Artikel fand ich eigentlich auch sehr schön, vor allem jetzt, wo kurz vor Weihnachten ist. Wofür hätten Sie gerne mehr Freizeit? Für meine Familie. Ich hätte gerne mehr Freizeit. Generell für Freunde. Also das ist schon etwas, wo man dann oft in diesen, wenn es gibt die ganze Zeit irgendwas, was total wichtig ist und total notwendig, und oft sind genau die Leute, die eigentlich am engsten bei uns sind, mit denen man schon am längsten kennt, wo man sich am sichersten fühlt, dass man sich nicht um sie kümmern muss. Ja. Lesen, explizit lesen und reisen wieder. Ich bin früher sehr viel gereist in meiner Studienzeit und das ist jetzt doch, wäre das letzte Mal, glaube ich, 2010, dass ich längere Zeit weg war. Aber wie gesagt, auch explizit lesen, auch das kommt sehr, sehr zu kurz, leider Gottes. Also ich hätte gerne mehr Freizeit, um mehr Sport betreiben zu können. Das ist bei mir gerade in den letzten Wochen und Monaten leider etwas zurückgestellt worden. Aber ich hoffe, dass sich das bessern wird und dass ich dafür auch wieder mehr Zeit haben werde. Für mehr Freizeit für meine Familie und Freunde. Wofür ich gerne mehr Freizeit hätte? Ein bisschen mehr Freizeit, um Sport zu machen und vor allem eben Freunde zu treffen. Was verstehen Sie unter Individualität im Bildungssystem? Wir wollen die totale Autonomie der Schulen, das heißt, die Schule ist autonom, hat einen Direktor, der als Manager fungiert, sucht sich seine Lehrer selbst aus und jeder Schulstandort ist absolut autonom und konkurriert mit den anderen Standorten. Dadurch wird die Qualität verbessert. Dass auf die Schwächen und auf die Stärken, vor allem auf die Stärken jeder einzelnen Schülerin und jeden einzelnen Schülers eingegangen werden kann. Das Wichtige ist, dass Schüler sich selbst entfalten können in ihre eigenen, dass die Talente der Schüler in den Vordergrund gestellt werden und man nicht darauf schaut, was Schüler zuerst schlecht machen, sondern dass man die positiven Dinge, die sie können, hervorstreicht und so eben die Individualität auch stärkt von den Einzelnen. Also ich glaube, Individualität im Bildungssystem ist ganz wichtig und deswegen ist es wichtig, dass wir ein differenziertes Schulsystem haben und in diesem differenzierten Schulsystem noch weiter differenzieren und hier verschiedene Leistungs- und Modular- und Fördergruppen einbauen und keinen Einheitsbrei mit der Gesamtschule schaffen. Individualität im Bildungssystem. Dass man auch Stärken fördert, unterschiedliche Stärken fördert. Ist eine umfangreiche Frage, kann man in 20 Sekunden kaum beantworten. Aber wenn, dann würde ich es so runterbrechen. Wie ich es verstehe, dass jede Schule autonom sein kann, dass jede Schule entscheiden kann, welche Lehrer sie haben wollen. Denn nur so, denke ich, kann auch eben eine gute Qualität einer Schule gewährleistet werden. Und nur so kann auch die Schule von sich behaupten, sie sei die beste Schule, was natürlich das Ziel jeder Schule sein sollte. Ab wann geht Gendern zu weit? Gender geht dann zu weit, wenn es zu Lasten der Frauen geht, was leider mitunter passieren kann. Und das Thema ist, glaube ich, nicht in 20 Sekunden abzuhandeln, aber grundsätzlich, mir geht es mehr immer miteinander und nicht ein Gegeneinander. Und gerade in der Genderfrage ist aus meiner Sicht oft auch ein Gegeneinander. Es geht erst dann zu weit, wenn wir gesellschaftliche Gleichstellung erreicht haben und das haben wir noch lange nicht. Gendern. Ich glaube, dass es nicht sein kann, dass man Menschen dazu zwingt zu gendern. Also ich selbst gender, glaube ich, also in der Regel nicht. Ja. Sehr selten an und für sich, aber ich glaube, dass der Zwang zu gendern einfach nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das sollte jedem selbst freigestellt sein, zu entscheiden, ob er gendert oder nicht. Also ich glaube, dass Gleichberechtigung etwas sehr Wichtiges ist und dass wir in Österreich ernsthafte Probleme damit haben, dass beispielsweise Frauen noch immer nicht gleich viel verdienen wie Männer. Und dass wir uns deswegen lieber solchen Problemen widmen sollten, anstatt beispielsweise unsere Bundeshymne auf Frauen umzuändern, weil das keine echten Problemlösungsansätze sind und keine Frau was davon hat, sondern wir hier lieber uns den realen Problemen stellen sollten, anstatt Scheindebatten zu führen. Ab wann geht Gender zu weit? Im Moment, finde ich, kann es nicht weit genug gehen. Gender geht für mich zu weit, wenn man einfach versucht,
wirklich jedes einzelne Wort sozusagen zu Tode zu gendern und schon für Lieferscheine ein In dranhängt. Ich meine, das ist auch nur ein bekanntes Beispiel, ein Fehler gewesen, aber trotzdem, ich finde, vor allem gendern geht insofern zu weit, wenn man versucht, einen kleinen Kampf zwischen Mann und Frau aufzubauen, einen künstlichen. Ich finde, jede Frau hat genauso seine Rechte und kann auch genauso arbeiten wie ein Mann. Wann waren Sie zum letzten Mal so richtig verliebt? Permanent, ja. Also ich bin ja verheiratet, jetzt zum zweiten Mal, und ich war in meine erste Frau verliebt und bin jetzt in meine zweite Frau verliebt. Und ganz besonders verliebt bin ich in meine zwei Kinder, und das wird auch immer so bleiben. Ah, das bin ich im Moment gerade. Sehr persönliche Frage. Ich weiche persönlichen Fragen und Fragen zu meinem Privatleben in der Regel aus. Ich glaube, das sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er sein Privatleben in die Öffentlichkeit trägt. Und ich habe mich dazu entschieden, das nicht zu tun. Das ist, glaube ich, circa 1,5 Jahre her. So richtig verliebt vor 2 Jahren. Das letzte Mal so richtig verliebt. Vor einem Dreivierteljahr. Wenn ich das letzte Mal so richtig verliebt war, ich glaube, wenn ich nicht sage jetzt, dann kriege ich Probleme mit meiner Freundin, also jetzt. Was verstehen Sie unter sexueller Freiheit? Ich glaube, dass wir alle sexuelle Freiheit leben. Jeder hat die Freiheit, sich sexuell zu betätigen, in welcher Richtung er auch immer will. Ich glaube, das sollte auch nicht diskriminiert werden, und niemand sollte für das, was er gerne tut, in irgendeiner Form auch bestraft werden oder geächtet werden. Entscheidend ist, dass es beide wollen, das ist immer wichtig, und da ist es egal, was man tut. Dass man lieben kann, wen man will, wie man will, unabhängig davon, ob die andere Person Mann, Frau oder was auch immer ist. Dass Menschen eben ihre Sexualität so leben können, wie sie wollen, und dass es einerseits dahingehend keine Verbote gibt, außer wo Verbote dringend notwendig sind, wenn es um Kinder geht und so weiter, das ist ganz klar. Aber darüber hinaus auch, dass es keine gesellschaftliche Ächtung gibt, wenn Menschen so ihre Sexualität leben wollen, wie sie wollen. Also unter sexueller Freiheit verstehe ich eigentlich, dass es keinen Zwang vom Staat gibt oder von einer sonstigen Institution, wie man zu leben hat und was man zu tun hat und wie man seine Sexualität auslebt. Und ich glaube, dass wir in Österreich eine sehr große sexuelle Freiheit haben und dass das auch wichtig und richtig ist. Unter sexueller Freiheit? Naja, dass man Menschen so akzeptiert, wie sie sind. Was ich unter sexueller Freiheit verstehe, ist, dass jede Person seine Sexualität so ausleben kann, wie sie es möchte, und es auch nicht von irgendjemand anderem eingeschränkt werden soll, auch nicht von einem Land, beziehungsweise dann eben auch von der homosexuellen Ehe, finde ich, sollte es da keine Begrenzungen geben vom Gesetz her. Welches berühmte Gemälde würden Sie in Ihrer Wohnung aufhängen? Die ich gerne aufhängen würde, die kann ich mir nicht leisten. Und ansonsten, bei mir hängen zu Hause IKEA-Bilder, die aber nicht irgendwie berühmt sind, sondern einfach nur dekorativ. Berühmt? Berühmtes Gemälde. Ich finde, berühmt ist für mich eine Kategorie in der Kunst. Ich habe ein Gemälde von einem Freund von mir, der, also es ist kein Gemälde, es ist eher Fotografie und Gemälde, das bei mir in der Wohnung hängt, und mit dem bin ich sehr zufrieden. Ich bin leider sehr unempfänglich für bildende Kunst und bin ein wenig ein Banause. Ich weiß nicht, so ein Andy Warhol wäre schon spannend. Die Tomatensuppendosen oder sowas. Oder ein Roy Lichtenstein, da gibt es diese Frau mit dem wallenden blonden Haar. Also ich habe immer auf meinem Zeichenblock in bildnerischer Erziehung habe ich immer den Hasen von Dürer gehabt, der hat mir eigentlich recht gut gefallen, den hätte ich gern. Berühmte Gemälde, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ist eine gute Frage. Ich habe viele Bilder in meiner Wohnung hängen, aber meistens von jüngeren und unbekannteren Künstlerinnen. Daher bin ich noch gar nicht auf die Idee gekommen, ein berühmtes Gemälde aufzuhängen, vor allem weil es mir auch nicht leisten könnte. Welches berühmte Gemälde? Er kommt darauf an, was man unter berühmtes Gemälde versteht, aber ich finde Bilder vom August Waller, der auch in Gugging eben gezeichnet hat, gemalt hat, finde ich eigentlich sehr interessant und aussagekräftig, die Bilder. Drum
würde ich mir ein Bild von ihm aufhängen. Anhand dieses Projekts haben wir gesehen, dass Verpackung und Inhalt nicht immer zwangsläufig miteinander zusammenhängen muss.